oder das Geld war von Pascal, ja, oder das Geld war von anderen Leuten, aber nicht von ihm. Das ist krass. Und Mois, wo ist meine Hack? Da. Aber Mois, ich habe wirklich nicht gewusst, dass du bist so eine Piep. Aber das, was ich habe gesehen jetzt bei Internet, was läuft bei dir, ne? Und dann, Mois hat gesagt, wir fahren nach Duisburg. Wo Mois sagt immer, wir spielen keine Casino. Und wo sind wir gefahren? Die größte Spielhalle in Duisburg. Und er hat da verloren. 2000 Euro. Und dann, er will noch mehr Geld von Kollegen. Ja. Gib mir, gib mir, alles, gib mir, gib noch mir, gib mir. Also nehmen ist immer sehr, sehr leicht. Junge, was ist los, ja? Mois, was ist los mit dir? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so erfolgreich war und dann so krass abgestürzt ist. Habe ich noch nie gesehen, selten sowas gesehen, ja. Also wenn das wirklich stimmt, was man dir hier vorwirft, dann bist du echt ein sehr, sehr schlimmer Mensch. Das wollte ich nochmal hier kurz gesagt haben. Ich wollte noch nicht mal auf dich reagieren oder ich wollte jetzt auch nicht auf den Obdachlosen reagieren, der ausgenutzt wurde von dir und dich jetzt komplett exposed. Darauf wollte ich gar nicht reagieren. Ich wollte eigentlich ganz normal auf diese TikTok-Livestreamer reagieren, aber das werden wir dann später machen. Bleib von Anfang bis zum Ende am Start auf jeden Fall. Genieß das Video. Dennoch muss ich hier eine Sache loswerden. Ich bin ein sehr stiller Zuschauer gewesen und habe mir alle diese Videos reingezogen, die diese YouTuber gemacht haben gegen Mois. Der hat ja gerade voll die Hatewelle. Dann bin ich zu einem Entschluss gekommen, ja, dass ein YouTuber, ein bestimmter YouTuber, ein richtiger Lutscher ist, ja. Die Person weiß doch, wer gemeint ist. Ich glaube, die Person kommt noch nicht mal aus Deutschland, Digga. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er wollte unbedingt YouTuber werden, hat dann mit Mois ein paar Videos gedreht und hat dadurch seine Abonnenten generiert. Und jetzt macht er Videos gegen Mois. Ich verstehe es nicht auf jeden Fall. Ich meine jetzt auch nicht diesen Chieno, ne? Um Gottes Willen, ich meine nicht diesen Chieno, bevor der ein oder andere hier Fitner macht. Und guck mal, schaut mal, ich möchte jetzt Mois auch gar nicht in Schutz nehmen, ne? Aber wir müssen auch wirklich mal realistisch bleiben. Habt ihr mal gesehen, was die Leute gerade über Mois und seine Familie schreiben? Habt ihr das mal gesehen? Denn ist doch normal, dass der Junge dann ausrastet und fast jeden beleidigt. So, man muss auch wirklich bedenken, der Typ ist auch nur ein Mensch, ne? Der ist nicht nur ein Roboter, der ist ein Mensch. Was hat die Frau und die Kinder damit zu tun? An diesem Georg, dieser kleine YouTuber, dieser Georg. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Dein Leben besteht einfach nur daraus, zu lügen, Gerüchte zu verbreiten, weil irgendwie jetzt Mois Frau irgendwie Mois entfolgt ist. Und auch sehr viele haben irgendwie Videos gedreht und haben irgendwelche Beweise geliefert, dass angeblich Mois Frau sich von Mois getrennt hat, aufgrund diesen ganzen Vorwürfen. Und ja, ist auf jeden Fall krass, wenn das stimmen sollte. Dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr ekelhaft. Er hat ja anscheinend Spenden veruntreut. Hat auf jeden Fall damals, wo das Erdbeben war in der Türkei, wo selbst sogar Familienmitglieder von mir betroffen waren, ist er ja hingeflogen, hat einen Spendenaufruf gemacht. Und jetzt hat sich wohl herausgestellt, oder die engsten Freunde von ihm gehen davon aus, dass er diese Spenden sich in die eigene Tasche gesteckt hat. Ich will nicht großartig viel reden, meine Freunde. Bleibt einfach von Anfang bis zum Ende am Start. Abonniert diesen Kanal, schaltet die Glocke ein, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert auch meinen zweiten Kanal, Junko Abi. Ich küsse eure Augen. Viel Spaß. Heute haben wir einen Special Guest am Start. Und viele von euch kennen ihn wahrscheinlich. Komm mal her. Das ist der Lukas. Hallo Leute. Der Lukas. Alles gut viele bei von euch? Ich erkenne ihn wahrscheinlich. Ja, wir kennen den alle, ja. Wir kennen den alle. Ja, Mann. Ich erkenne den auf jeden Fall wieder. Das kann jetzt nur noch schlimm werden, ja. Wenn der schon ein Video macht gegen Mois, oder dann kann das nur noch schlimm werden, ja. Ja. Würdest du dich kurz mal vorstellen? Ja, ich bin Lukas. Früher habe ich gearbeitet mit Mois. Ja, war ich YouTuber, TikToker. Aber alles war nicht so geplant, wie Mois hat das alles erzählt. Ja, und auf diese Geschichte gehen wir gleich ein bisschen genauer ein. Denn Lukas, also die meisten von euch, die ihn kennen, er ist quasi jemand, sagen wir mal, der bekannteste damals Obdachlose, den Mois quasi für seine Videos benutzt hat. Das Ding ist, meine Freunde, ich check nicht so. Ne? Jetzt kommt irgendwie jeder und sagt, dass Mois ein richtig schlechter Mensch ist. Ich möchte das irgendwie verstehen, ich möchte das nachvollziehen. Weil er hat ja diese Masche dann seit Monaten abgezogen, wenn die wirklich meinen, dass er so ein Betrüger ist und was auch immer. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe den immer gesehen, wie er den Leuten geholfen hat so. Und dass der dann als ein Betrüger rauskommt oder dass sich herausstellt, dass er ein Betrüger ist, Bruder, ich komme darauf nicht klar. Bei Gott, ich komme darauf nicht klar, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wieso kommt man denn jetzt erst damit an? Ich verstehe das nicht. So, ja, nee, er hat das ja wirklich Monate durchgezogen. Ist da keinem irgendwie eingefallen oder aufgefallen, dass der Typ hier wirklich mit falschen Karten spielt? Genau. Ja. Ja, erstmal erzähl einfach mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, Mois habe ich kennengelernt, wo ich war in Altstadt, habe ich gesessen, habe ich große Schupperflächen, kann ich nicht laufen. Dann Mois ist bei mir gekommen mit Kameramann, noch mit anderen Personen. Habe gesagt, Junge, was ist los mit dir? Brauchst du Hilfe? Hab mich Cola gekauft, eine Brötchen und habe gesagt, komm, heute ist dein Tag. Nimm meine Karte und kannst du nehmen Geld, wie viel du willst von meiner Karte. Habe ich da geweint, weil ich habe das nicht geglaubt, dass er will mich so helfen. Eine kurze Sache noch, das weißt du auch gar nicht, jetzt wo du das erzählst. Es war halt so, dass diese Karte, die du hattest, ja,
Also die Leute, die das jetzt nicht wissen, ich war halt auch die ganze Zeit da und war die ganze Zeit mit Lukas unterwegs, richtig? Ja, war so. So, genau. Und diese Karte, die du schon am Anfang hattest, war tatsächlich meine Karte. Ach du Scheiße. Mit deinem Geld aufgehoben hast. Ja, so. Jeden Tag kommen neue Geschichten von Mois. Warte mal. Mois nimmt eine andere Bankkarte, also von seinen Freunden, und hilft damit Obdachlosen und tut so, als wäre es sein eigenes Geld. Oder das ist schon hart. Und das ist wirklich schon asozial, Alter. Ich sag dir ehrlich. Er ist ja alles schön und gut. Er hat wahrscheinlich auch vielen geholfen. Ich möchte denen hier nichts unterstellen. Aber so wie sein bester Freund zu der damaligen Zeit oder sein engster Freund zu der damaligen Zeit schon erzählt, dass er wirklich falsch ist, also dass man wirklich so falsch sein kann. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen von diesem Mois. Wie kann jemand, der so erfolgreich war, so abstürzen, beziehungsweise so ein Betrüger sein? Der Typ hat Millionen von Abonnenten, ja, nee. Der kann sehr leicht Geld verdienen. Versteht ihr? Der kann wirklich sehr leicht Geld verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es nötig hat, solche Dinge zu tun. Ja, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich will es mir nicht vorstellen. Das ist ja das. Ich will es mir nicht vorstellen, weil das ist wirklich schon ekelhaft. Ja, und ich habe mich gegeben die Karte, habe Pinne gestellt, habe gesagt, nimm, wie viel du willst. Dann habe ich gefragt, ob ich 200 Euro nehmen kann. Ich habe gesagt, ja, ist kein Problem, kannst du 200 Euro genommen. Habe ich geweint, weil ich habe das nicht geglaubt. Ja, und dann, wir sind weg. Ich habe noch mich extra 100 Euro gegeben, ne, 120 Euro habe ich mich noch extra gegeben. Ich habe gesagt, dann Lukas, Freitag, sei hier Freitag, 15 Uhr, komme ich dich abholen und dann ich helfe dir, von der Straße wegzukommen. Ja. Ja. Und jetzt fängt die Geschichte erst richtig an. Ja, jetzt kommt die Geschichte jetzt richtig. Okay, da war ich Freitag noch mit meiner Ex-Partnerin. 15 Uhr, dann hat Mois mich nach Krefeld mitgebracht. Erstmal waren wir in Primark. Wir sollen, ich und meine Ex-Partnerin, kaufen Sachen, welche wir wollen. Ich denke, da war auch deine Karte. Da war noch Pascal am Start. Ach so, da war von ihm die Karte. Genau. Okay. Ja, Bruder, guck mal, ja, er nimmt wirklich andere Bankkarten, hilft damit Menschen. Aber sagt so, das ist sein Geld. Ja, nee, das war aus seiner eigenen Tasche. Und dann hat er auch das auch so seinen Zuschauern gezeigt, natürlich, ne? Das ist krank. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich sehr, sehr krank. Ihm wird ja auch nicht nur das vorgeworfen, ihm wird ja auch vorgeworfen, dass er damals, wo das Erdbeben in Türkei war, der hat ja auch da also ein Video gedreht und Spenden gesammelt, dass er wahrscheinlich diese Spenden selbst in die eigene Tasche gepackt hat. Also das wird ihm ja auch vorgeworfen und er reagiert auch nicht drauf. Also er reagiert nicht auf diese Anschuldigungen. Wieso, weshalb, warum, kann ich euch nicht sagen, keine Ahnung. Aber wenn er wirklich das getan haben soll, wenn er das wirklich gemacht haben soll, Spenden veruntreuen, also wer das macht, den ist wirklich nicht mehr zu helfen. So, ich weiß gar nicht mehr, was ich dann zu dem sagen soll. Dann darf hier wirklich keiner mehr schauen, wer Spenden veruntreut, Alter. Das ist schon wirklich hart asozial, wer das macht. Ja, dann wir haben ein paar Sachen gekauft. Dann hab gesagt, Mois hab gesagt, dass er hat noch eine Überraschung für uns. Dann wir sind in Krefeld in ein Restaurant gekommen. Da haben wir schon gegessen. Er hat gesagt, ja, kann ich dich Arbeit geben, Wohnung. Du kannst für mich arbeiten. Und dann habe ich noch eine Überraschung für dich. Ich sag, wow, für einen Tag so viele Überraschungen. Und dann wir sind gefahren, ich gucke, hier ist kein Laden, kein Büro, gar nichts. Ich habe gesagt, ja, wir mieten jetzt für dich und für deine Ex-Partnerin eine Wohnung. Ich habe das Video auch schon gesehen, wo meine Ex-Partnerin hat das Probleme gemacht. Und dann ich habe die Wohnung verloren und da war ich... Aber warte kurz, weil ich habe ja auch, also ich weiß fast alles, aber ein paar Sachen habe ich jetzt auch nicht richtig mitbekommen. Mhm. War das jetzt so, dass du, bevor denn das gleich mit dem Büro kommt, schon in einer Wohnung warst? Ja, ich war schon vor dem Büro. Ja, da, ich okay, glaube, Pascal hat das, ich, okay. Ich glaube, gemietet die Wohnung. Da war so eine Hotelwohnung da. Okay. Ja, und dann habe ich das verloren wegen meiner Ex-Partnerin. Ich will die Namen nicht sagen, weil ich habe schon das vergessen. Ja, und dann habe ich ein paar Tage im Hotel gewohnt, wenn ich gut denke. War das das mit mir oder da? Ja, da wo wir... Wo nee, da vertauschst du gerade, muss ich kurz sagen. Ach so. Da war erst Büro, dann kam das. Ach so. Dann kam das. Also okay. Es gab quasi danach dieses Büro in Krefeld und da kannst du jetzt mal was selber dazu erzählen. Ja, dann, wo ich habe die... Da, wo Mois hat gesagt, ich habe mich Wohnung gekauft. Das ist Bullshit. Ich habe die Wohnung nicht gekauft. Kollege hat das vermietet.
Das war ich. Ja, Bruder, aber jetzt mal Hand aufs Herz, ne? So erfolgreich wie Mois war, hätte jemand von euch gedacht, dass wirklich Mois jemals sowas machen würde? Das ist hart, Digga. Das ist krass. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. So, ich kann mir das wirklich bildlich gar nicht vorstellen, weil das einfach so, ich weiß nicht, das hört sich einfach so unreal an. So, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er einfach, vor allem mit seiner Größe, Leute abzieht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht warum, Digga. Man hat immer Mois gesehen, er hilft den Leuten. Aha, Wecker. Er hilft den Leuten, versucht seinen Zuschauern was Gutes mitzugeben. Und am Ende des Tages stellt sich heraus, dass er einfach nur ein Lügner ist. Dass er wirklich seine eigenen besten Freunde abzieht. Dass er Obdachlose ausnutzt für Klicks. Nur einfach, um sein Image reinzuwaschen. Digga, das ist einfach, ich komme darauf nicht klar, Bruder. Also wenn er es wirklich gemacht haben soll, also das ist wirklich schon... Was soll ich euch sagen? Ne? Ich will jetzt so hier nicht irgendwie Ausdrücke sagen. Einfach Müllmenschen, Bruder. Ich habe ja auch jetzt gehört, der ist, glaube ich, auch nicht mal bei San Diego unter Vertrag. Die haben sich auch alle irgendwie gegenseitig entfolgt. Keine Ahnung. Ich habe das vermisst. Das habt ihr auch schon im Video davor wahrscheinlich gesehen, dass ich da belegen habe. Da war nicht gekauft. Mois will nur Klicks, 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 Klicks für seine Video. Und ich habe da einen Monat gelebt. Ja, einen Monat, wo ich war auf polnische Party, habe ich Vandale gemacht. Ja, passieren, weil war zu viel für mich. Meine Fehler. Aber die Wohnung war auf jeden Fall nicht gekauft. Wie Mois sagt das im Video, dass er hat mich Wohnung gekauft. Auf einmal in einer Nacht kauft Wohnung, ist das nicht normal, aber egal, Millionär. Und ja, dann ich bin von der Wohnung weg, dann habe ich, Pascal hat mich auch vor, wo ich war weg, wo alle haben ihr geschrieben, Lukas, komm zurück bei Mois, komm zurück bei Mois. Ich war aber wir müssen, du bist gerade sehr schnell in die Zukunft gesprungen, wir müssen noch ein paar andere Sachen sagen, zum Beispiel bei dem Büro in Krefeld, da müssen wir jetzt erstmal also aufgehen. Weil das war quasi noch relativ am Anfang, wo du noch so dabei warst, sag ich und mal. Wo ich... Darf ich kurz? Mhm. So, da war das halt so, dass dieses Büro in Krefeld, wo er auch schon Mois seinen Palast errichten wollte, so, das war halt eine komplette Baustelle. Und da hat er halt drin gewohnt, sag ich mal. Ne? Und dazu kannst du mal ein bisschen genauer eingehen, weil du bist gerade schon sehr... Ich bin ein bisschen... Lange nicht auf Kamera und habe ich vergessen das schon. Ja, habe ich auf die Büro, wo ich habe keine Wohnung, dann habe ich in die Büro geschlafen. Da war kein Bett, gar nichts. Wie kann ich das sagen? Da war eine... Ach so, ja, genau. Also ich war ja auch da, ich habe alles gesehen. Es war also noch nicht mal eine Matratze, wurde ihm zur Verfügung gestellt in diesem Büro, wo er geschlafen hat. Und Mamda, verstehe mich nicht falsch, Schiemo, ne? Ich glaube, der heißt Schiemo, Schieno. Sorry, Bruder, falscher Name, falsch ausspreche. Aber in dem Moment ist euch irgendwie niemanden eingefallen oder ist euch nicht aufgefallen, dass Moisi gerade die ganze Zeit euch verarscht? Beziehungsweise hat in dem Moment niemand was gesagt, denn ihr habt ihr den noch nicht mal einen Schlafsack zur Verfügung gestellt. So wäre ich da jetzt am Sitzen, ja, neben Shino. Ich hätte den gefragt, ich hätte sehr vieles hinterfragt. Was habt ihr denn in dem Moment gesagt? Was habt ihr in dem Moment besprochen? Ihr redet ja miteinander, ihr habt doch alle einen Mund. Ihr spricht doch miteinander. Habt ihr da nichts gesagt? Oder habt ihr einfach weggeschaut? Ich verstehe es nicht. Waren da Heizung oder so? War das kalt? Gar nichts, gar nichts. Heizung war auch, weil die haben schon alle Sachen gemacht. Er hatte halt auf so einem kleinen Ledersofa halt geschlafen. Von zwei Leute, welche kann da sitzen? Ich weiß gerade auch gar nicht, hatten die dir überhaupt eine Decke gegeben oder so? Nein, keine Decke. Noch nicht mal eine Decke hat ihm was gegeben. Und da war Hilfe. Ja, und da war viele Ratten. Ich habe gezählt in einer Nacht vielleicht 5-6 Ratten. Ja, dann habe ich die unten, wo soll die schöne Büro und Kneipe sein von Mois, die ganze Keller, habe ich die Trockenbauch, die Jungs haben da alles gemacht schön, ich habe das nur gemalt, da kommt die Fitness, nur fertig war die Fitness da. Ja, dazu, ich muss auch ab und zu unterbrechen, so, es war halt so, dass quasi eine Firma, ich weiß jetzt nicht welche, dort organisiert war, damit die das dort alles einrichten, dies und das und so etwas. Und dann war das halt so, dass quasi Lukas angeboten wurde, dort halt mitzuarbeiten und dafür wurde dir auch Geld versprochen, glaube ich, ja, oder? War Geld. Mois hat mich gesagt, dass ich kriege bei ihm Vertrag, dass ich kriege jeden Monat meinen Lohn. Und was hast du bekommen? Insgesamt, ich sag so, wo ich habe die... Oder was hast du erstmal alles gemacht da drin? Alles. Ich habe so die Boden von oben weggeschmissen, von unten habe ich die ganze Boden weggeschmissen, habe ich alles geschleifen da, die ganze Wand, wo war Gerüst, wo ich, Sie kann sehen, das auf meinem Instagram, das ist noch ein Foto, wo ich habe das gemacht. Ich habe das alles geschleifen mit meinen Schuppaflächen, wo ist das nicht gut, aber ich habe das Dazu kommen wir gleich. Ich habe das alles geschleifen, ich habe die Fitness fertig gemacht.
Ja, und das war's, weil ich war da. Ja, also er hat dort wirklich aktiv jeden Tag gearbeitet, weil das war eine krasse Baustelle. Und wie er gerade gesagt hat, wie heißt deine Krankheit? Schuppenflechten. Schuppenflechte. So, und die hat er halt und trotzdem hat er dort halt hardcore gearbeitet. Du kannst sogar mal auch so ein bisschen. Jetzt ich stück ruhig kurz auf. Guck mal, Leute, ich war jetzt, ihr kennt meine Schuppenflächen. Das ist viel besser schon geworden. Ne? Ich war jetzt im Krankenhaus, ich habe Spritze gekriegt, Lichttherapie, jetzt ist alles besser, kann ich weiter normal leben. Ja, aber da, wo Mois hat gesagt, ja, Lukas, wir machen Therapie. Ja, die Therapie, bis jetzt, ich sehe nicht. Oder ich verstehe wirklich alles, ich verstehe auch, warum die abgefuckt sind, ne? Falls wirklich der Wahrheit entsprechen sollte, dann verstehe ich das zu 1.000.000%, dass sie abgefuckt sind auf den. Alles schön und gut, aber versteht mich nicht falsch, wieso kommt die erst jetzt damit an? Weißt du, was ich meine? Wieso kommt die jetzt erst damit an? Wieso habt ihr nicht schon vorher den Leuten gesagt, ey, das stimmt irgendwas nicht? Oder warum habt ihr vieles nicht hinterfragt? Das, ich will's wissen. So, ja, nee, das ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie gestern war oder letzte Woche. Das ist ja schon ein Jahr her oder so, sogar über ein Jahr her. Da hat er ja dann schon angefangen zu betrügen, laut deren Aussage. Wieso kommt jetzt erst damit an? Ich will's wissen, hat er euch bedroht? Habt ihr irgendwas gemacht? Keine Ahnung, habt ihr mit denen einen Vertrag am Laufen? Hat er euch mit irgendetwas bedroht? Was hat er gemacht? Ich hab selber. Doch, einmal waren wir bei Apotheke. Ja, Apotheke, wir waren einmal zwei, dreimal. Ja. Der Mann, das war ein guter Mann, er hat mir die Spray gegeben, aber die Spray, ich hab nur mich ein bisschen geholfen, weil ich muss Lichttherapie haben und extra Spitze kriegen wegen Schuppenflächen. Ja, und wir haben das geschafft, Lukas alleine. Ja, danach hat er ja trotzdem nichts mehr bekommen. Also wir waren da, also ich war halt einmal mit bei dieser Apotheke, anscheinend war er zwei, dreimal da. Ja, und war hier einmal noch andere Apotheke noch. Ja, ja. Ja, ja, ich war wie gesagt, ich habe fast alles mitbekommen. Ja, ich war ja nicht ganze Zeit. Nee, aber du warst ja fast ganze Zeit mit. Und kurz nochmal zu dem Arbeiten im Büro. Also wie viel wurde da dir ein bestimmter Betrag an Geld versprochen, dass du bekommst für die Arbeit, die du da machst oder so? Erstmal, wo ich bin in dieser Wohnung, erstmal, wo ich habe noch die Wohnung, wo er hat das gemietet. Er hat mich und meine Ex-Partnerin Gutschein gegeben, Karte von Rewe, da haben wir 100 Euro gekriegt. Vor Wochenende, da können wir uns Essen kaufen und alles. Dann war Montag ist Mois gekommen mit Kameramann. Dann wir sind gefahren nach Saturn. Mois hat gesagt, ja, Lukas, bist du jetzt YouTuber und TikToker, du brauchst ein Handy. Ich kaufe dich jetzt ein iPhone für deine Partnerin, wir kaufen auch ein Handy. Wie hast du dich dann gefühlt, als er gesagt hat, willst du das machen? Und ich habe gedacht, boah, er legt nicht. Er will das wirklich mich helfen, weil welcher Mann kauft zwei Handys auf einmal? Ja, also du hast das wirklich quasi als Chance gesehen, ja, für dein Leben selber. Ich war zufrieden, ich habe auch da geweint, weil iPhone ist auch nicht billig, das ist ein zu teuer Handy. Ja, klar, und aber du darfst halt nicht vergessen, im Internet verdient man viel Geld und dagegen ist so ein Handy. Welches iPhone war das? XS oder keine Ahnung. Ja, das ist halt auch nicht das teuerste Handy oder so, womit das dafür geignet ist, so ein YouTube zu machen. Ja, aber auf einmal so auf zwei Handy, da, wie sagen so. Ja, klar, für dich extrem krass, aber man muss auch die andere Seite ein bisschen sehen. Für ihn ist das Müllhandy. Gar nichts. Für ihn ist das gar nichts. Genau. Ja, und dann, wenn es doch wirklich für ihn nichts wäre, ne, wieso nimmt er dann andere Bankkarten und bezahlt damit die Leute? Zu dieser Zeit war er wahrscheinlich sehr broke, sehr arm oder hatte Schulden oder was auch immer. Es gab ja auch eine Zeit, da hat Mois kaum was hochgeladen. So, das heißt, keine Einnahmen, keine Uploads, keine Einnahmen. Fertig, Bruder. So, er hat nicht viel Geld gemacht zu dieser Zeit. Und deswegen hat er auch deine Bankkarte genommen, ne, Chino. Ich weiß nicht, wie er ganz genau ausgesprochen wird. Chino, Bruder. Tut mir auf jeden Fall leid, falls ich deinen Namen falsch ausspreche. Ich küsse doch dein Herz. Aber ja, nee, anscheinend hatte er ja wirklich nicht so viel Geld. So, ne? War ich in dem Büro, wir haben das alles gemacht, dann einmal ich rufe ihm an, dass ich brauche ich Geld, er sagt mir, Lukas, ich bin jetzt unterwegs, ich komme später, ich sage, dann kannst du deine Kollegen sagen, dass er kann uns Geld bringen, weil wir müssen für Wohnung auch ein paar Sachen kaufen, weil ich habe gedacht, wir bleiben mit meiner Ex-Partnerin da lange, dann wir brauchen ein paar Sachen kaufen zur Wohnung, normal zu leben. Klar. Er ist nicht gekommen, dann ist nach ein paar Tagen gekommen. Und dann wir haben getroffen Mois in seinem Büro, wo er abgearbeitet hat. Aber nicht wie sein Büro, aber egal. Und dann habe ich gesagt, für Video, nur für Klicks, habe ich ein Video gemacht. Oh, das ergibt mir meinen Lohn. Okay, ich habe gekriegt. Ich sag, warte kurz, um ein bisschen klarzustellen, meinst du jetzt Video auf deinen Kanal oder auf seinen Kanal? Auf seinen Kanal. Auf seinen Kanal, genau. Meine Kanal war später erstmal. Genau, es ist ja so, dass viele Videos mit Lukas gemacht wurden, ne? So, ein auf den, ja, er kriegt jetzt das, da wurde ihm geholfen, dies und nur das. Nur für Klicks.
Genau, und jetzt habt ihr gemerkt, es wurde noch nicht mal eine Matratze hingelegt, wo er da im Büro geschlafen hat. Ja. So, noch nicht mal das. Und durch diese Klicks auf YouTube verdient man halt Geld. Und dieses Geld, was verdient wurde, war deutlich mehr als das, was Lukas bekommen hat. Ja, okay, doch. Ne, mein Fehler, sorry, nehme ich auf jeden Fall zurück. So, ne, der Typ war ja auch dann wieder aktiver, hat ja den ganzen Obdachlosen geholfen, hat ja auch einen Spendenaufruf gemacht und so weiter und so fort. Ja, ne, er war ja auch generell aktiver auf YouTube und so. Und das heißt, er hat ja auch sehr gute Einnahmen erzielt. Er hat ja auch nicht nur irgendwie 10 Klicks. Der Typ hat ja wirklich, der war ja auch in den Trends andauernd. Und er hat auf jeden Fall gut Geld verdient. So, ja, ne, zu dieser Zeit hätte der auf jeden Fall den Obdachlosen hier helfen können. 100%. Und das, was Lukas bekommen hat, hast du jetzt im Nachhinein, jetzt vielleicht in dem Moment dachtest du ja, okay, vielleicht ist das von Mois oder so, aber im Nachhinein hat sich ja herausgestellt, von wo das Geld eigentlich kommt. Ja, und das ganze Geld war von dir. Du hast alles für mich gegeben. Genau. Wo wir waren unterwegs, ich sagte, Mois, kannst du mich Geld geben? Und er hat mir immer, gib ihm 100 Euro oder 50 Euro, ich habe immer gesagt, und du hast mich immer gegeben, wo du warst nicht mein Chef, Mois war mein Chef. Er hat gesagt, dass ich ihm das geben soll, so dass du kriegst das zurück. Natürlich habe ich das ja nie bekommen. Ne? Das wurde ja auch schon wieder davor gesagt. Toller, guter Mensch. Ja, Mois ist sehr, sehr lieber Mensch. Aber ja, ich weiß nicht, was soll ich sagen. Das tut weh mich auch. Die Jungs, die wollen Werbung machen für seine Firma, die Trockenbau-Jungs auch. Die haben die Chef und die Trockenbauer haben alles von seine Tasche bezahlt, die Trockenbau, die Material und alles. Er hat alles so seine Tasche bezahlt. Ja, also wie ich am Anfang, ich muss unterbrechen, wie ich am Anfang gesagt habe, da war quasi eine Firma, die das alles einrichten sollte und im Gegenzug wäre halt quasi Werbung für die gewesen. Anscheinend hat diese Werbung auch nie stattgefunden. Das heißt, die Leute haben dort sehr viele Sachen schon gemacht, eingerichtet, dies und das und so etwas. Und was haben sie am Ende bekommen? Kurats von Mois. Ist so. Okay, das ist schon echt scheiße, ne? Wenn die Leute, also diese Firma, aus ihrer eigenen Tasche Geld zahlen, ja, damit die dein Büro wieder aufbauen oder dein Büro aufbauen generell und du dann noch nicht mal Werbung machst für die, wie geplant oder wie versprochen, dann ist das wirklich schon sehr, sehr asozial, ja? Menschen nehmen aus ihrer eigenen Tasche Geld, ja, bauen die dein Palast da um. Keine Ahnung, was sie da jetzt bei dir gemacht haben, Boden, Heizung, Wand, Dach, keine Ahnung, die haben auf jeden Fall Geld investiert für dein Büro und dann machst du noch nicht mal Werbung für die, wie geplant. Ja, ne, die haben Geld, Zeit, Schweiß, aber noch in diesen Selbsteingang haben gebaut und dann kriegen die noch nicht mal eine Werbung von dir. Was ich mich jetzt nur frage ist, hat diese Firma irgendwie kein Social Media? So, haben die kein Social Media, haben die kein Instagram, haben die kein TikTok? Heutzutage ist das doch alles so modern geworden. Wieso seid ihr nicht hingegangen und habt einfach ein Video gedreht und habt das den Leuten erzählt? Heutzutage geht das doch einfach. Die Leute gehen alle viral. Zu dieser Zeit hättet ihr sofort ein Video machen sollen oder, keine Ahnung, andere YouTuber anschreiben sollen, die Mois darauf aufmerksam machen. Denn das geht nicht, Alter. Leute zahlen aus ihrer eigenen Tasche Geld, arbeiten für ihn und dann bekommen die am Ende des Tages Schwanz. So, das geht nicht. Das geht garantiert nicht. Aber jetzt in den Kommentaren, die er jetzt auf sein Insta und so etwas beantwortet, das ist ja sein normales Ich quasi. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wie ist es, wenn er sauer ist. So. Das ist Katastrophe. Das wie ist schlimmer wie ein Mädchen, welche haben seine Tage. Ja. Einfach sehr gut beschrieben. Schlimmer als ein Mensch, der seine Tage hat. Ja. Und dann noch, stell dir vor, du bist 7 Jahre alt und hast Tage. Das geht gar nicht, aber du bist trotzdem einfach. Du bist trotzdem einfach dieses Schaden. Ja, und so. Wir haben Gott sei Dank, ich habe das Handy verkaufen. Ich weiß nicht, ob das war auf deine Ausweis oder auf meine, weil ich habe keine. Ach so, musste man da, das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, das war auf meine. Du meinst, dass man verkauft hat? Ja, ja, ja. Weiß ich, hat der Typ das nicht einfach so genommen? Nein, ich habe auf Vertrag das gemacht. Ja. Aber ich kann nicht richtig erinnern. Ich will nichts Falsches sagen. Egal. Und dann, Mois habe gesagt, wir fahren nach Duisburg. Wo Mois sagt immer, wir spielen keine Casino. Und wo sind wir gefahren? Die größte Spielhalle in Duisburg. Und er hat da verloren 2000 Euro. Und er will noch mehr Geld von Kollegen. Ja. Gib mir. Was, Digga? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mois, ja, wir reden von Mois, ne? Wir reden von Mois, der von YouTube. Mois drückt Spilo so hoch, oder was? Der drückt hoch, ja, ne? Der Mois, der immer den Leuten eingeredet hat, ihr dürft nicht Spilo gehen, ihr müsst was Anständiges machen, dies, das, tralala, ja, ne? Der immer gute Werte vermittelt hat. Der Typ geht dann hin und drückt Spilo hoch. Wallah, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das Bild nicht gar nicht vorstellen, dass er vor dem Automaten sitzt und hochdrückt, Bruder. Ich kann mir das nicht vorstellen, ja? Also Mois hat ja wirklich Kacke am Stecken dann, Alter. Wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, ne? Um Gottes Willen, ne? Das sind jetzt die Leute sagen das jetzt hier gerade. Ich hab's nicht mit eigenen Augen gesehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass Shino es so nötig hat zu lügen. Also nehmen ist immer sehr, sehr leicht, aber geben von sich selber gar nichts. Also davon hat man bis jetzt nichts gesehen. Ja. Oder was kann ich noch, weil ich
Aber ich muss einmal nochmal unterbrechen. Das war jetzt, guck mal, das war jetzt noch eine Geschichte, wo wir im Casino waren. Die Geschichte mit dem Ipe-Clip kennt ihr ja inzwischen, dass er dieses Geld, was er von mir dafür bekommen hat, auch im Casino verballert hat. Es ist halt einfach, es ist halt echt. Was soll man noch dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Vor allem, überlegt mal, einmal trotzdem, unabhängig von den ganzen, so trotzdem, Lukas war obdachlos und ihm fällt nichts Besseres ein, als ein Handy zu verkaufen, weil er Geld braucht und wegen Geld, was er braucht, ist er so angepisst. Und dann nimmt er uns halt auch sogar einfach, Lukas, zu dem Zeitpunkt halt noch obdachlos, nimmt er ihn halt einfach mit ins Casino. Was Besseres fällt dir nicht ein. Und verballert das ganze Geld, wegen dem er am Anfang richtig sauer war, auch auf uns. Und er, ich sag noch eine, wir sind in Casino gefahren, ich habe ihm gesagt, Moises, gib mir ein bisschen Geld, weil ich muss Zigarette kaufen und essen. Da hast du mich noch die Stange gegeben, Zigarette von Auto. Achso, ja. Weil ich habe gar nichts zu rauchen. Da, du hast von deinem Herzen bist du bei mir gekommen. Hast du hier, Lukas, reicht dir vor ein paar Tagen das Zigarette. Ja. Und trotzdem habe ich gar nichts von Moises gekriegt, weil ich habe alles im Casino verballert. Bruder, jetzt, wenn du jetzt Geldnot hast, ne? Ich meine jetzt damit hier Mois, ne? Wenn er so Geldnot hat, dass er wirklich sein Handy verkaufen muss, um an Geld ranzukommen und dann noch mit dem Geld ins Spielo geht, ja, ins Casino geht, das Geld verliert und dann noch seinen Freund nach Geld fragt, Bruder, dann bist du sowas von spielsüchtig. Dann bist du sowas von spielsüchtig, das ist nicht normal. So, wenn du das machst, dann bist du unnormal spielsüchtig. Mach eine Therapie, vertrau mir. So, ja, nee, das ist nicht zu spaßen. Spielotheken, Casinos und so weiter und so fort können Familien zerstören. Vertraut mir, meine Freunde. Er hat ja auch noch Kinder, soweit ich weiß. Er hat eine Ehefrau und irgendwann, man hat keine Kontrolle mehr. Weißt du, was ich meine? Irgendwann, Bruder, der verkauft seine Unterhose, damit der 1 Euro reinwerfen kann, weißt du? So, deswegen hört auf, ne, auch an meine Zuschauer da draußen. Finger fern von dieser Scheiße. Halt Abstand von dieser Scheiße. Vertraut mir. Ich kenne eine Person, sehr, sehr gut sogar, und der hat fast sein ganzes Leben verzockt. Macht was Anständiges, macht was, womit ihr auf jeden Fall weiterkommt. Vertraut mir, am Ende des Tages gewinnt immer die Bank. Fertig, Bruder, jetzt. Und Leute, wenn sie Mark Mois und die schreiben gleich bei dem Video mich scheiße Kommentare, Lukas, du bist Arschloch, Lukas, du bist bla bla bla, das juckt mich nicht. Ich mache jetzt nur ein Video oder vielleicht zwei und dann, ich mache mit dir. Achso, ihr dürft auch nicht vergessen, zum Beispiel, es gab ja auch sowas, so, ich glaube, Video wie Lukas ist jetzt weg oder so, oder er ist wieder da und so. Ah, sowas. Genau. So, jetzt halt die Sache, er ist ja nicht einfach so weggegangen. So. Ja, das lässt sich ja Schlussfolgerung aus den Sachen, die jetzt auch schon erzählt wurden. Ja, wo Mois hat gesagt, Lukas ist weg, Lukas hat schon wieder getrunken und bla bla bla, wo ich war auf die polnische Party. Ich war nicht weg, da war nur für Mois, er macht das Video, weil er hat schon verloren die Klicks. Keine Leute wollen ihm Klick, Klick, Klick machen und er hat gemacht, Lukas ist weg. Wir wissen nicht, wo ist Lukas und ihr habt alle mich geschrieben, Lukas, komm zurück bei Mois, komm zurück bei Mois. Er will dich helfen, er will dich helfen. Leute, ich war nicht weg. Ich war ganze Zeit in Krefeld. Das ist so verrückt. Ich war nur ganze Zeit in Krefeld, nur dabei seine Idee, dass er will nur Klicks. Wo ich habe mein Profil gekriegt und ich habe erste Video gemacht, dann nach 2 Stunden war mehr Klicks wie bei ihm. Ich habe 2 Millionen Zuschauer und ich habe da vielleicht 20.000 und nach 2 Stunden ich habe mehr Klicks gekriegt. Ich glaube, das Video ist sogar noch online, aber die haben ja den Kanal irgendwie geändert. Also Bruder, ich sag dir ehrlich, wenn du schon von einem Obdachlosen jetzt runtergemacht wirst, das ist schon auf jeden Fall hart. Also du hast diesen Mann angeblich geholfen, obwohl du einfach nur die ganze Zeit den ausgenutzt hast für deine eigenen Zwecke, ja, damit du wieder deinen Kanal aufbauen kannst, sehr gut aufbauen kannst, weil du ja in der Zeit sehr inaktiv warst und gefühlt eigentlich alles gelogen gewesen, ne? Angeblich, er war im Knast, war gelogen, er hilft Obdachlosen. Ach, gelogen. Er hat ja denen sozusagen gar nicht geholfen. Womit hat er denn geholfen? Ja, nee, er hat nicht aus eigener Tasche geholfen, Bruder. Ja, nee, man könnte eigentlich wirklich sagen, er ist ein Betrüger. Ja, er ist wirklich Restman, dann eigentlich ein Betrüger. Ich warte nur auf dein Statement. Ich warte wirklich nur auf deine Antwort. Und ich hoffe, du reagierst auch auf die ganzen anderen Vorwürfe, dass du ja angeblich damals, wo dieses Erdbeben war in Türkei, dass du diese Spenden veruntreut hast. Ich hoffe, das stimmt nicht. Ich hoffe wirklich, dass du dich da rausretten kannst. Ich hoffe irgendwie, dass du eine Erklärung hast für die Leute. Denn wer wirklich Spenden veruntreut, das ist wirklich schon das Schlimmste, was man machen kann, finde ich. Ich sag dir ehrlich, ja, du sammelst Spenden, ja, um armen Menschen zu helfen, die gerade sowieso ihr ganzes Leben verloren haben da drüben. Und dann nimmst du das Geld und packst in deine eigene Tasche oder was? Also Walla, wer sowas macht, ist wirklich der ekligste Mensch überhaupt. Ja, so. Er will nur, oder ich hab gemietet ein Auto, wo ich hab Führerschein gemacht. Ich weiß nicht, ob ich hab den Führerschein fertig oder nicht. In Berlin, er macht das. Ich hab gemietet eine Mercedes.
für 2 Tage oder 7 Tage. Was meinst du? Mois hat... Ja, Mois. Ich habe einmal gemietet Mercedes. Ach so. Nee, Mois hat keinen Führerschein. Ja, ich habe gemietet Auto, Mercedes, und er hat gesagt, ja, ich habe Mercedes neue gekauft und bla bla bla. Alles ist ja gekauft. So. Sobald er es sieht, hat er schon gekauft. So, das ist also... So, das ist so ein auf den. So, er sieht Lukas. Ja, Lukas, du gehörst jetzt mir. Ich habe dich gekauft. Mach, ja, was ich will. So, ein auf den. So, das ist halt... Verrückt, das ist verrückt. Ja. Viele behaupten ja auch, er sei ein richtiger Narzisst. Da gibt es doch diesen einen TikTok-Psychologen, der hat doch diese Diagnose gemacht über Video. Ich habe mich totgelacht. Oder wirklich, ich habe auf ihm, Mois, wann kommst du, weil ich brauche das. Ja, ich komme nach 2-3 Stunden. 5 Tage später, Lukas, okay, ich bin jetzt hier. Ich muss Video drehen, hast du hier ein bisschen Geld? Er ist nur bei mir gekommen, wenn er will nur Video drehen. Ja, klar. Er ist nur da gekommen, egal ob da war 23 Uhr, Lukas, schläfst du? Ja. Komm, mach dich fertig, wir müssen Video drehen. Ich habe gute Plan, ja. ich habe gute Plan. Hauptsache, ja, weil zu dem Zeitpunkt hat er halt fast täglich, glaube ich, halt ein Video hochgeladen. Ja. Und deswegen halt immer, wenn irgendwas sein sollte, wo Lukas dabei ist, hat er ihn direkt halt kontaktiert und dann ging das. Aber ich glaube, hat er sich kein einziges Mal mit dir so normal getroffen? Nein. Nur für Video immer? Nein, nur für Video. Das ist die Realität. Nicht privat, ja, komm Lukas, wir gehen zusammen im Fitness oder keine Ahnung, komm, wir gehen ein bisschen spazieren oder gehen wir zusammen alleine essen. Nein, nur wenn er will Video drehen, weil ich habe Idee, ich habe Plan, wir machen das. Nur daher, ich habe mich nur gemeldet. Und ich habe jetzt noch eine, wo ich war noch nicht auf YouTube, ich habe auch in Königsallee die eine, auch Obdachlose kennenzulernen, welche will auch helfen und Wohnung ihm und alles, wo er hat gesagt, er ist Junkie, er braucht nur für Kokain und war einmal Video, das immer das Video, dass er ist, der Obdachlose ist gekommen bei Mois im Büro und Mois macht eine Video, er hat bei mir Kokain gelassen im Büro. Ach so, weiß nicht. Bruder, das war doch bestimmt sein eigenes Zeug, Alter, ja. Erinnert ihr euch noch an die Zeit? Boah, wann war das, Alter? Das war ungefähr vor 3-4 Jahren. Ich glaube, ich habe aber das Video erst vor 2 Jahren hochgeladen. Da habe ich euch doch in dem Video gesagt, ich habe damals einen YouTuber oder einen Influencer erwischt auf der Toilette, wie der am Ziehen war. So bei einem Live-Event. Und dreimal dürft ihr raten, wer diese Person war. So, ne? Ich werde nicht sagen, ihr könnt gerne in den Kommentaren raten. Ah, ich weiß, ja, und ich weiß. Das war dieser, wie hieß der? Ich glaube... Da war irgendwie Tuske. Sammy oder ja, sowas. Ja. Und? Irgendwie sowas. Dieser Obdachlose, ja, auf Düsseldorf war das, ja, ja, auch. Und er schläft in Sparkasse. Und ja, er hat das nicht gelassen, der Junge, weil ich habe mit ihm geredet und ich glaube, dieser Junge, weil ich war selber obdachlos, er ist obdachlos. Ich bin auch jetzt momentan, kann ich sagen, obdachlos, weil ich kriege jetzt nur Hartz IV für Staat, aber das ist egal. Und ich habe mit ihm geredet, ich habe mit ihm getroffen, er hat gar nichts gelassen. Mois hat das extra nur gemacht. Er hat nur Alufolie genommen, nur für Video, das Mois kriegt nur Klicks. Ja. Und er hat selber das gelassen. Überleg mal, Junge, sorry, dass ich ab und zu unterbreche. Überleg mal, wie krass das ist. Der Typ, der auf der Straße ist, nachdem er sieht, okay, er hat keinen Bock mehr auf ihn, macht er so etwas und stellt ihn geisteskrank als süchtigen Typen da, als Freak und sonst etwas. Und ihr habt ihn das ja auch alle abgekauft, ne? Das heißt, ihr habt ihn dann geglaubt, dass diese Person, die vielleicht doch wirklich, ich weiß es im Endeffekt nicht, die vielleicht doch wirklich Hoffnung hatte, ein geiles neues Leben oder ich sag mal, einfach Stand im Leben zu finden, dass halt einfach ihr geglaubt hat, dass er das alles gemacht hat, wie Mois es im Internet dargestellt hat. Das ist absolut verrückt. Er hat ihn ja als absoluten Junkie dargestellt, Mann. Vertrau mir, egal was passiert, du bekommst immer das, was du verdienst. Ja? Am Ende des Tages kriegst du deine Bestrafung. Fertig, Bruder. Bist du scheiße zu den Menschen, bekommst du scheiße zurück. Vertrau mir. Und guck mal jetzt, Mois am Ende, Mois am Arsch. Sag mal ehrlich, wer wird jemals dem noch ein Wort glauben? Der muss auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Video bringen, damit der überhaupt noch mal ein bisschen Glaubwürdigkeit gewinnen kann hier. Der Typ ist auf jeden Fall verloren. Selbst ein Coach Frankie hat jetzt eine Ansage gemacht an ihn. Bleib einfach bis zum Ende am Start. Junge, du hast viel Scheiße gebaut, ja? Was hab ich gemacht? Handwerk, Frankie. Andjo, raus mit dir. So, also, du kannst gerne unten bleiben, ja? Ich weiß nicht, was dieser Typ will. Der nennt sich Karate-Ninja, Mann. Der Typ, immer Einladungen, alles hin und her. Holen wir jetzt gruselige Contents rein, ja? Hallo? Football ist ja live? Wie bist du so definiert geworden? Definiert? Nein, Mann. Ich finde, ich schwabbel durch die Gegend wie Manuelsen im Ring, ja. Ich bin... Bruder, in seinem ganzen Livestream seit 2 Wochen, der redet nur über Manuelsen. Was ist zwischen denen eigentlich passiert, ja? Kann mir das mal jemand hier sagen? Ich bin 1,54 und alle haten mich. Was soll ich machen? Noch kleiner werden.
Football, stell deine Frage mal lieber. Der nächste bitte. Karate Ninja? Was machst du so im Alltag? Ja, Frankie, ich wollte mich nur noch bedanken. Ja. Und Coach Frankie, ich wollte mich nur bedanken, ja, dass du immer bei mir im Stream bist und reinschaust. Dankeschön für den krassen Support. Dankeschön, mein Lieber. Dankeschön. Und ich küsse doch dein Herz, dass du auch da bist. Vorsichtig. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Und auf jeden von den ganzen Hatern von hier drinnen, ja, von Coach Frankie, ja, ihr seid alle ganz kleine Möchte gerne. Kommt man erstmal dahin, wo Coach Frankie erstmal seid. Tschüss, der hat doch Coach Frankie zu The Rock gemacht, ja. Guck mal, wie schade das ist. Coach Frankie behandelt seine Zuschauer wie Dreck und trotzdem wird er dafür gefeiert. Ich versteh's nicht. Die Leute feiern ihn dafür, dass er seine Zuschauer so behandelt. Ich versteh's wirklich nicht. Seid erstmal ein Macher, tut euch erstmal was Gutes, sucht eure Ziele. Sucht eure Performance, macht euren Content. Coach Frankie weiß, dass mein Content Rap ist. Und ich möchte auch Rap auch mit da verdienen, möchte ich auch erfolgreich werden. Ja. Und genau, also ich höre jetzt schon raus, dass du mehr Talent hast als Manuelsen. Und Coach Frankie meint damit auf jeden Fall, auch wenn man dünn ist oder fett ist oder so ein Zeug, ihr müsst euren Sinn durchs Leben gehen. Ich habe auch hab ich noch nie gesagt. Nein, aber du weißt schon, wie ich es meine. Du weißt schon, wie ich es meine. Nein. Einfach mal sehen und schauen, was die Bestimmung von euch allen sind. Und die ganzen Hater, die wohl lachen oder Blödsinn machen, ihr müsst einfach auf Coach Frankie hören und ihr werdet selber zum Macher. Genau, schickt jetzt jeder Geschenk von Minimum 50 Euro. Weiter, Karate. Und auf jeden Fall, ihr sind echt alle Internet-Rambos, aber wenn man zum Beispiel einmal vor euch stehen würde. Was wäre, wenn die Familie dann Tränen weinen muss wegen euch? Coach Frankie hat er hat Familie, oder? Guck mal, Haram, er lässt ihn extra noch drinnen, damit seine Zuschauer ihn auslachen. So, ich find's auf jeden Fall sehr, sehr traurig. Du hast hier gerade einen Typen, der dich wirklich respektiert, der dich wirklich supportet von tiefsten Herzen. Und dann lässt du den extra drinnen so hinterrücks und lachst ihn aus. Das finde ich sehr, sehr traurig. Glaube ich. Familie, ja, du hast auf jeden Fall Kinder. Er hat aus sich was gemacht. Er macht doch gerade seine eigene Marke auf jeden Fall. Ja, sein eigenes Business mit seiner eigenen These, ich gesehen habe. Und merkt euch eine Sache, seid ein Macher, konzentriert euren Geist, macht eine neue Art und Weise von Sportarten, falsche Freunde, betrügerische Loyalität, gerade und noch so weiter. Immer selber an euch glauben, ihr Lieben. Ja, gibt's daraus. Seit wann habe ich Kinder, Karate Ninja? Egal. Hast du noch was auf dem Herzen? Wenn ich auf Herzen habe, dann, wenn es mir Kinder, dann tut es mir leid. Nein, alles gut. Nein. Ich will ja viele haben. Also, hast du noch was auf dem Herzen? Was ich noch auf Herzen habe, ja, für euch alle, die schreiben mal, und ich soll mal freestyle. Nein, ich freestyle nicht bei anderen Streams, Leute. Also, falls du möchtest, bist du herzlich willkommen. Natürlich darfst du das, ja, wenn du wollen würdest. Ja, aber ich habe mir vorgenommen, bei alle anderen im Stream, tue ich niemals freestyle, nur bei mir im eigenen im Stream. Auch wenn der unten jetzt unter mir lacht und so ein Zeug, der lacht sich selber aus. Also man sieht hier auf jeden Fall offensichtlich, dass Coach Frankie will, dass er hier jetzt freestylt, damit die Leute sich lustig machen über ihn. Es ist klar, dass der Junge nicht freestylen kann, also nicht gut freestylen kann, also gehe ich mal jetzt stark davon aus. Das ist auch der Grund, weshalb er ihn jetzt einfach drinnen lässt und er wird jetzt freestylen und die Leute werden ihn auslachen und Coach Frankie, ich frage mich, wie du wirklich noch abends schlafen kannst. Man sieht doch, der Junge ist harmlos. Walla, der arme Junge, der supportet dich und du machst dich lustig über ihn. Walla, was eine traurige Welt. Ja. Auf jeden Fall, Leute, danke für die ganzen Spenden. Hört auf, es reicht schon damit. Alles gut, Leute, alles gut. Ich bin bodenständig, Leute. Merkt euch das, okay. Auch Bodenständigkeit ist gerade. Okay. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier meinen Zoll erfüllt. Ja. Leute, ein bisschen was Verstand zu bringen. Dürfen die Leute was Kleines von dir hören? Okay, kann ich machen, ja. Kann okay, dann machen? Gib Gas. Mama, das ist ein Mama-Lied, auf jeden Fall. Hört ihr den Beat?
Meter Grad. Ungefähr so, Leute. Sehr schön, mein Lieber, sehr schön. Alle einen Applaus. Vielen, vielen Dank für das bisschen. Auf jeden Fall kenne ich die Leute und alle die, die irgendwie daneben sind, die sind neidisch, weil ihr macht keine Musik, er macht wenigstens was. Tamam da, du musst aber selber lachen. Du bist der Grund, weshalb gerade ihn dein ganzer Chat auslacht. Das ist traurig. Nee, hast du kein schlechtes Gewissen? Jetzt mal Hand aufs Herz, hast du kein schlechtes Gewissen dabei? So, Walla, der Junge tut mir gerade unnormal leid. Tut mir gerade wirklich unnormal leid. Anstatt du deine Zuschauer beschützt, nein, du gehst hin und machst dich lustig über die. Oh, das ist doch traurig. Der Junge hat dir wahrscheinlich sogar schon sehr viel Geld gespendet. Und das ist der Dank dafür. Ja, Karate. Vielen, vielen Dank, Karate Ninja. Ja. Und vielen, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Ich wünsche dir was, Coach. Auf jeden Fall war das tausendmal besser als Manuelsen und der Rest, ja. Hast du das gesehen von Manuelsen, wie er von Würselmann einfach auch noch gegangen ist? Im Ring? Nein. Nee. Nein. Oh, nein. Ja, doch, du hast das schon gesehen. Lachnummer, groß geredet, aber dann verloren dann mein Ring. Ich habe selber Kampfsport gemacht, Leute. Ich habe selber Kampfsport gemacht, Taekwondo. Ja. Und auf jeden Fall, wenn man große Fresse hat im Internet, dann regt man auch einen auf die Schnauze. Ihr müsst euch perfektionieren und auch und eine Kondition haben beim Sport. Ja, mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns, mein Lieber. Ja. Und vielen, vielen Dank, ja. Und bis später oder bis gleich wieder oder bis morgen. Ja, kann man so machen, ja. So, ciao. Dankeschön, Karate Ninja, ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Frankie, war es ein Kollege von dir? Es war dein Onkel. Also, ich muss das noch verarbeiten, ja. Ich muss das noch verarbeiten. Guck mal, er sagt auch noch, ja, richtig Jassik. Ich sag dir ehrlich, er sagt auch noch, ja, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten. Richtig Eib, was du gerade machst, Coach Frankie, ja? An den Jungen, falls du das hier sehen solltest, ne, du bist ein Löwe. Voila, du bist ein Löwe. Lass dir nichts einreden. Leb deinem Traum oder versuch deinen Traum zu verwirklichen. Lass die hier labern, lass die hier lachen. So, brauchst du nicht ernst nehmen. So, normalerweise sollte Coach Frankie ausgelacht werden, anstatt du. 100%. Also, ein bisschen Respekt haben, ja? Auf jeden Fall. Karate Ninja. Und, er soll Feature mit Schoko Elsen machen. Ja. Der reinkommt, sein Name passt auch dazu. Men in Black. Ja, aber die haben alle kein Internet. Die haben alle kein. Weißt du was, Coach Gebäudereiniger? Wie bitte? Du hast mein Netzkappe, alle raus. Alle raus, komplett alle raus. Ihr nehmt mein Internet weg. So, holen wir jemand rein. Hallo? Hallo? Du unter meine Iri. Was geht, Coach? Oh, mein Valium-Bruder ist da. Raus mit dir. So, holen wir ein lustiges Bild rein, ja? Bad Fox, schön, dass du da bist, mein Lieber. Ein Abonnent. Macht ein Abonnent da unten auf gelb. Kostet irgendwie 50 Euro. Hallo? Hallo? Will er auch rappen, oder was? Ja. Ah, Gott, ja. So, holen wir jemanden rein, der glücklich aussieht. So, Coach Bayern hat gewonnen. Wen interessiert das, Mann? Sehe ja, ein paar Millionäre laufen einem Ball hinterher. Osman? Yo, guten Abend. Osman, was geht? Wie alt bist du? Warum? Das hat deine Schwester auch nicht interessiert. Okay. Raus mit dir. So, tippen, Gas geben, ja? Was hat jetzt die Schwester damit zu tun, hä? Hat der jetzt was Schlimmes hier? Wurde hier was Schlimmes gesagt? Hat der was Schlimmes gefragt? Was hat jetzt die Schwester damit zu tun, ja? Der Junge ist doch krank. Tippen. So. Dindi, warum? Meinst du mich? Warum lachst du? Ja, also, tippen. Und ordentlich tippen, ja? Bis 100.000, ja? Lasst euch schön ausnutzen, wie Mois seine Fans ausnutzt. So 10.000 noch, dann haben wir 100.000. Ja. Also, Jo, Coach Frankie, was geht denn ab? Jo, was geht? Was heißt dein Name? Jajo? Jajo. Jajo, ah, sehr schön. Mach mal Lautsprecher bitte aus. Ja, genau. Achso, ja, Moment. Ja. Naja, du bist ja ein toller Mann. Ja, das ist. Jajo, das dauert zu lange. Raus mit dir. So, holen wir
Endes rein. Ja. So. Holen wir ein paar nette Menschen rein, ja, die gut gelaunt sind. Hallo. Was geht? Was geht, Audi? Ja, nochmal. Kannst du deine Stimme noch tiefer machen? Na, gerne, ja. Dann verschwindet das ganze Handy in irgendeinem schwarzen Loch. Let go, Tranky, ja, Charu. Lack, 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 Auto, lack, 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 lack. Also, Echo, wenn du mehr sagen kannst außer Lack und Kiss, dann würde ich bitte darum bitten, dass du... Ich habe einen Satz gesagt, ja, Charuf, was redest du? Okay, hier sind zwei Astralphysiker drin, ja. Untereinander reden, die verstehen ihre Sprache, ja. Also, ihr könnt beide über eure Schwestern reden. Ich lasse euch ein bisschen Zeit, ja. Der eine hat die Stimme von Frankenstein, als er gestorben ist. Ja, und der andere ist völlig stoned, ja. Lack Dorf. Jetzt rede miteinander. So, habt ihr euch ausgetauscht? Ja? Zwei Brüder, beide IQ von zwei. Ja? Kaum, dass sie noch gerade überleben können. Zum Wasserhahn oder Bruder, ich schwöre auf alles, du hast Visionen. Du hast Visionen, Bruder, du bist weg. Deswegen mag mich auch deine Schwester, ja? Also, beide raus. Ja? So. Ja. Wenn einer wenigstens. Ich verstehe das nicht. Guck mal, hier schon wieder, er zieht wieder eine Schwester mit rein, Junge. Was kann die Schwester dafür? Lass die Familie aus dem Spiel. Ist ja nicht so, dass er irgendwie vorher deine Familie beleidigt hat. Lass die Familie komplett aus dem Spiel. Junge, wie alt bist du? Du bist Ü30, Alter. Schämst du dich nicht? Und dann erwähnt er hier auch noch Mois. Wollte auch irgendwie im letzten Livestream Mois exposen, dass er angeblich Schnee zieht und so. Ich verstehe auch nicht, Alter. Aber hä, warum hat der jetzt Beef mit Mois? Ich verstehe das nicht. So, holen wir Remi rein und holen wir... So. Holen wir zwei Patienten rein, ja? Oder Remi? Hörst du mich? Ja, ist geil, so ein Telefon, oder? Ja, ich weiß nicht, wie man hier dingens. Ah, warte. Ja. Kurze Sache. Hidden Warrior? Ohne Stress Hidden? Oder so? Hi. Hidden, guten Abend, Hidden. Remi, sei mal kurz ruhig. Hidden, stell deine Frage, mein Lieber, weil es ist eine Lady. Hi, danke dir. Ja. Ich wollte nur fragen, wusstest du schon über die 1,7 Gigabyte bezüglich Manuelsen Bescheid? Nee, was ist das? Der hat so eine 1,7 Gigabyte Datei, ja, wo wohl ganz viele Deutschrapper minderjährige Mädchen in Hotelzimmer gelockt haben und so weiter und so fort. Und er weiß, wer diese Rapper alle sind, und er sagt es nicht. Könnt ihr ja alle mal schauen auf YouTube, 1,7 Gigabyte Manuelsen, weil ich finde, das ist total der Skandal und das wird irgendwie voll vergessen. Ja, der deckt ja auch Sinanji, das macht ja Sinn, ne? Ja, unglaublich. Wie, aber ja, das wollte ich nur das? Kurz sagen. Woher weißt du das denn? Weil ich das bei YouTube gesehen habe und jetzt habe ich gesehen, okay, ihr habt Beef und dachte, okay, vielleicht... Ja. Kannst du das Thema ein bisschen wieder ins Leben rufen, sozusagen? Ja, ich finde, das geht gar nicht. Also wenn das wirklich stimmen sollte, sollte man jeden Rapper exposen, der das macht. Wenn das wirklich der Wahrheit entsprechen sollte, dann sollte man nicht irgendwie schweigen oder so. Dann sollte man diese Rapper, die sich wirklich mit Frauen, die unter 18 sind, treffen und diese Sachen machen, man sollte die auf jeden Fall exposen und man sollte die canceln, Alter. Die könnten eure Töchter sein, ja? Also wie gesagt, die Rapper, die sowas machen, ne, die sich mit Frauen treffen, die unter 18 sind und dann mit denen irgendwelche Sachen machen, ihr solltet euch schämen und euch sollte man canceln. Sowas geht nicht. Ihr klebt euch da junge Mädchen, Alter, und macht auf Playboy. Was ist das denn? Ich denk mal, Remi, stell dir eine Fitnessfrage, du Anfänger. Ich habe keine Frage. Ja, dann kann dein Fans unter mein AD, raus mit dir. Ja. Hidden, Entschuldigung, ja. Also, alles cool. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du Fitness auf meiner Seite machst. Sehr, sehr gut, ja. Ich bin stolz auf dich. Könntest du eine Ehefrau sein, ja? Ja, also ich sehe es jetzt eher als, Deine Aufklärung. Deine Hinterhältigkeit liebe ich. Ja? Danke sehr. Sehr schön. Also, okay. Ja, das wollte ich nur kurz sagen. Also schaut euch das mal an, weil. Hat das die Polizei hochgenommen? Nee, leider nicht. Also er hat halt wohl diese ja, aber Datei. Woher wissen das Leute? Weil die das von seinem Twitch-Stream hat die das aufgenommen und der hat das selber hochgeladen, genau, sogar auf seinem Kanal. Ja, dann macht er das ja offensichtlich. Ja, also, aber irgendwie interessiert es keinen. Ich finde es auch ein bisschen komisch. Dann ist ja, Manuelsen hat das dann auch offen gemacht. Dann... Ja, also offenkundig deckt er diese Leute. Hidden, willst du was von mir?
Nö. Ja, warum redest du mit einem Mann dann? Ja, weil ich das Thema gerade nur ansprechen Was soll wollte. das? Was, du kommst hier rein und willst flirten? Nein. Doch. Nein, Doch, du ich bin bringst mich heftig zum am Lachen, aber Flirten. Ich bin trotzdem. heftig am Flirten von Sekunde 1. Also wir Ausländer glauben nicht an Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ich dachte direkt, du willst was von mir. Okay. Walla, die Arme, yo. Coach Ricky, was bist du für ein Mensch? Die Arme hat doch nichts gesagt, die Arme hat doch nichts gemacht. Was für die will mit dir flirten? Was laberst du da? Aus welchem Grund sitzt du jetzt da und versuchst sie runterzumachen bei deinen Zuschauern? Aus welchem Grund? Die support dich doch offensichtlich, das sieht man doch, das hört man doch raus. Und dann gehst du hin und versuchst sie runterzumachen. Das ist sehr, sehr traurig, sowas. Ja, das finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Ja, Nein, also, nein, was keine willst du Sorge, denn du jetzt hast doch machen? auch schon zwei Frauen, oder Und das nicht? spielt keine Rolle. Dann bist du die 50. Na und? Warum redest du dann mit mir? Wenn du es dir nicht vorstellen kannst, warum redest du dann mit mir? Okay, da gehe ich raus. Ja, aber Viel Spaß dir noch. ganz flott, ja, Ciao. dir auch, ja. Wir sind hier noch an ein Herzchen rein, alte Schule, ja. Wenn eine Frau mit uns redet, denken wir immer, sie will mit uns heiraten. Punkt aus Ende, ja. So war das bei unseren Eltern. So, Entschuldigung, wie spät, zack, heiraten. Ja. Hallo? Salam Waalaikum salam. Ich habe eine Frage und zwar, ich war letzt, also ich gehe jetzt gym ungefähr seit 3 Jahren Nein. und ja. Ja. Und ich hatte mal einmal Brust-Day gehabt und da war so ein Rentner, meint zu mir, ich drück zu viel. Kann man bei Brust viel drücken? Bist du fertig? Ja, ist doch eine Frage. Okay, raus mit ihm. Schmeiß ihn bitte raus. TikTok? Hallo Coach. TikTok, hallo, guten Abend. Stell deine Hallo. Frage. Und zwar ist mir letztens im Gym einer ins Gesicht gekommen. Was kann Ja. man dagegen tun? Bro, deinem Vater sagen, er soll damit aufhören, ja, und wechsel das Gym, wo dein Vater nicht ist, ja. Okay, danke. Alles klar, bitteschön, ja, dankeschön, tschüss. So, wieder ein Leben geändert, wieder in der Familie geholfen, ja. So, holen wir was anderes rein. Tippen, 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 Gas geben, ja. Ihr müsst aggressiv tippen, ja. Hallo? Was geht denn Nutte? Bro, hier, du denkst, du hast deine Mutter gerade angerufen. Ich bin's, Coach Frankie, mein Lieber. Nein, deine, du. Ach so, du dachtest, du bist mit meiner Mutter am Telefonieren. Mutter, Digga. Das ist eine alte Frau, Mann. Ja, scheiße. Solche Leute, die wirklich reinkommen und direkt so reden, ne, das sind so oder so keck in Person. So, das sind wirklich Kecks, die so reden. Aber Coach Frankie, so wie du mit deinen Zuschauern umgehst, so wie du mit den Leuten redest, brauchst du dich nicht zu wundern, dass man so auch mit dir spricht. Wenn das dir wirklich einer verdient hat, so, dann bist du es, Coach Frankie. Dass Leute reinkommen und so mit dir reden. Du bist nicht viel besser. Er beleidigt seine Supporter. So, ja, nee, er macht seine eigenen Zuschauer runter, die ihn jahrelang supporten, die ihm Geld spenden. Ey, was bist du für ein Mensch, ja? So, also, ekelhaft. Ekelhaft. Ja, Staffel, Tut so, nicht leid. Gas geben. Achler? Patron? Hörst du mich, du Sucuk? Ja, du super Gangster, erzähl. Er kommt irgendwo aus Gelsenkirchen, hat er Hausverbot bekommen in allen Hauptschulen Deutschlands, ja, und jetzt kommt er hier rein. Schon wieder so Kioskverkäufer. Ja. So. Ich bin Moslem, verkaufe aber Alkohol. Uhu. So. Holen wir Sascha rein. Saschas mögen mich nicht. Saschas sind immer neidisch. Ich weiß nicht warum. Du kannst Hallo? Sascha? Ja, Coach, was geht ab? Nur die Prothesen. Stell deine Frage, mein Lieber. Hier schreibt einer, du bist Moslem nackt hier. Also ab heute dürfen Muslime nicht mehr ins Schwimmbad. Ja? Also ab heute, habt ihr gehört da oben, ja, der Kollege, der betrunken ist, ja. Sascha, erzähl mal lieber. Coach, ich heiße Mehmet. Meine Mehmet. Schwester ist dein Freund. Holen Sie mal ans Telefon, bitte. Ich gebe sie dir. Ja, gib sie mal. Der vermittelt seine Schwester weiter. Komm doch mal ran, yo. Nein, ich bin viel zu jung jetzt. Hallo, komm doch ran jetzt. Nein, ich will nicht heiraten gehen. Nein, du musst nicht heiraten. Hallo? So geht. Ja. Ich Sascha? bin der Coach, ja, die möchte nicht reden. Was ist das da für eine Schwester, Bruder? Ja, ich weiß auch nicht. Heftig, musst du besser erziehen, mein Lieber. Aber auf jeden Fall grüß dich ganz doll von mir. Ich glaube, du willst, dass ich ein Teil deiner Familie werde, oder? Ja. Ja, auf Zwang? Auf Zwang.
Ja, dann bitte rede mit ihr mal heute und das können wir alles über die Bühne bringen, ja? Mann. Hau rein, Coach, ja? Alles klar, mach's gut, mach's gut. Ciao, ciao. So, also. Naja. Da kommen ein paar Fragen auf, so, die ich mir gerade stelle, so um 22.30 Uhr. Naja. Es gibt alles, ja. Phantom, weil das deine Schwester so mag. Er fragt, warum bist du immer so halbnackt oben, ja? Coach, Merz Krüppelberg, alle tippen, aggressiver tippen, ja, bis Display kaputt geht. Ihr könnt eure, also ich verkuppel auch Menschen zusammen, wenn ihr Beziehungsprobleme habt, alle ein Herzchen rein. Helfe ich gerne, ja, ich schweiß wieder Familien zusammen. Bruder, der Typ hat ein richtiges Problem mit sich selber, ich hab den jetzt so ein bisschen beobachtet. Na, schaut den mal tief in die Augen, Bruder. Habt ihr den mal überhaupt ohne Sonnenbrille gesehen? Aber ist ja, spielt jetzt keine Rolle, ob der eine Sonnenbrille anhat oder nicht. Schaut den mal tief in die Augen, man sieht auf jeden Fall, der Junge ist nicht normal. Den geht's nicht gut, der hat vielleicht in seiner Jugend oder irgendwann mal in seinem Leben hat er auf jeden Fall was Schlimmes erlebt oder so. Es kann nicht sein, dass der Typ so drauf ist. Der Typ hat ein Trauma, der Typ hat irgendetwas. Vertraut mir, ich lüge nicht. Der Typ hat wirklich einen weg. Das ist auch vielleicht der Grund, weshalb er so drauf ist, wie er drauf ist. So, aber ich find's nicht korrekt, dass man so mit seinen Zuschauern umgeht. Das macht man einfach nicht. Und wenn ihr Fragen habt, Fitnessfragen, Diätfragen, alle völlig egal, ja? Hallo? Kfz-Fragen. John? Servus. Hallo, mein Lieber. Komm ans Telefon, bitte. Ich habe eine Frage an dich. Ja, natürlich. Ich bin ja der Einzige hier, mit dem du reden kannst. Ja. Wer dann es geht sonst? Darum, wie schnell kann man Muskeln eigentlich in halben Monaten aufbauen? So. 4,5 Gramm pro Quadratmeter. Ach so. Bist du nüchtern? Ja, warum? Okay, was ist das für eine Quatschfrage? Hättest du lieber gekackt, als sowas gefragt? Nee, weil viele sagen, wenn man innerhalb einem Monat... Viele unter mein Ali. Es geht ja um dich und um mich. Ja. Nee, ich wollte fragen, ob das innerhalb... Mein Lieber, wie viele Kisten Warsteine hast du schon reingeballert? Warum? Ja. Ich höre das doch raus, mein Lieber. Nee, ich bin noch nicht so lange wach, deswegen... Ah, okay, so sagt man das heute. Mein Onkel meinte immer, das ist Wasser. Und irgendwann um 5 Uhr morgens hat er immer noch gesagt, das ist Wasser. Und ist in seiner Kotze eingeschlafen, ja, mit einem blauen Auge, kam von draußen halbnackt rein, ja, und mit einem Schuh. Hat nee, immer noch gesagt, das ist Wasser. Ich bin nicht so lange wach. Ist Wasser alles, ne? Nee, ist wirklich jetzt, also tatsächlich. Du schläfst Samstag bis 22 Uhr. Ja, ich war ja die ganze Nacht unterwegs. Wo warst du denn? Mit Freunde draußen. Mit wem? Mit Freunden. Wie hieß er? Warum? Darum. Kevin. Kevin? Ja. Und der andere? Da ist Patrick, warum? Einfach nur so. Patrick und Kevin, das sind deine Freunde. Ja, und? Boah, richtige Wissenschaftlergruppe, ne? Keine Ahnung. Ja, habt ihr eine Rakete gebaut oder was? Ja. Auf jeden Fall. So. Ja, okay, nicht witzig, raus mit dir. Okay. Hau rein. Junge, wie unsympathisch will ein Mensch sein, ja? Schäm dich doch mal ein bisschen, Alter. Warum, wie kann man so unsympathisch sein? Da gibt es so manchmal Momente, wo man denkt, ey, okay, der kann ja doch lustig sein. Und dann kommt wieder so eine Aktion, der macht alles kaputt. Junge, wie kann man dich sympathisch finden? Ich verstehe das nicht. So, also alle ein Herzchen rein, ja, alle ein Herzchen rein, wenn ich euch ein bisschen Langeweile und ein bisschen Einsamkeit geraubt habe. Ja. Ach, scheiße, Mann, lass mich in Ruhe, Mann, diese Anfragen. Hau ab, Mann. Isabel Hodenberg, Niemka und Umut stellen mir eine Anfrage. Was sagt ihr? Soll ich annehmen? Das wäre jetzt übel, ne? Da würde man sich richtig runtermachen. Ja. Das ist, wisst ihr, dass die immer Anfragen stellen? Deswegen sind die sauer? Ja. Ja, die Nachbarn haben alles. Die Tür war so weit offen. Ja. Ja. Nein, Mann. Ihr wollt nur Fitner, Mann. Niemals, ja. Guck mal, guck zu, wie Isabella Hodenberg selber seinen Ruf und sich selber kaputt macht. Die werden ihn zerstören, die Ghetto-Kinder. Ja, der kommt aus reichem Hause. Ja, der kommt niemals gebe ich ihm Fame, niemals. Ja, das ist dann morgen beim Pumpkin Monkey und dann sitzt er wieder so. Ja, ich weiß, egal was ich tue, auch wenn Manuelsen meine Großureltern aus der Neandertal-Zeit beleidigt, sagt Pumpkin Monkey, ja, das war von Coach Schwenke nicht gut, dass er so reagiert hat, ja. Ah, nee, das war nicht gut. Ich weiß nicht, er soll sich nicht wundern, wenn dann was zurückkommt. Nee, Mann, lass mal stecken, Mann, ja. Das mache ich dann lieber privat. Ich habe so Angst vor diesem Pumpkin Monkey, ja. Egal was ich tue. Er hat nach rechts und nach links auf einmal geguckt. Ist er vielleicht ein Illuminati? Ja.
einfach. Salam alaikum, salam alaikum. Ey, du kleiner Aidi, du kleine dreckiger Hund. Aber dann sieht man auf jeden Fall, der ist auch sehr, sehr unbeliebt bei den anderen TikTokern. Er geht live mit irgendwelchen Leuten und wird direkt beleidigt. Ja, was ist das denn, Alter? So, ja, nee, der hat wirklich so überall Rechnungen offen. Der Typ hat wirklich mit jedem Beef. Es gibt keine Person, mit dem er irgendwie gut ist, ja. Oh, der Typ, der arme Junge. Aber egal, Leute, was soll ich euch noch dazu sagen? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da. Auf ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Abonniert auch meinen zweiten Kanal, Junko Abi. Ich küsse eure Augen. Haut rein. Ja, stimmt, Lil Junko hat mich hochgepusht. Doch was wäre Social Media heute ohne uns? Ganz am Rande, wir haben uns nie hochgelutscht. Deshalb ist die neue Mili zwischen Bauch und Hosenboden.